einmal rauf, bitte. Wobei, das hätten wir auch mit dem Jeep machen können, aber ich finde es zu sportlich. Einmal hier rein. Ja, betäuben. Den fangen wir mal an. Dann nehmen wir den Ranger. Das Ranger-Fahrzeug. Und schauen uns mal an, was der eigentlich braucht für ein Gehege. Aber wir können ihn schon mal... Ja, genau. Ranger-Team. Direkte Steuerung. Fahren einmal los. Gucken uns den mal aus der Nähe an. Fahren direkt neben den. Wahrscheinlich braucht er jetzt erstmal, dass er wieder wach wird. Halten an. Einmal angucken mit dem Fernglas und... Check beendet. Was braucht er? Blätter, ne? Das geht eigentlich. Der wäre hier eigentlich besser geeignet. Komfort 70. Das ist eigentlich alles einsam, alles klar. Einsam ist er, aber sonst geht es ihm ganz gut. Ich glaube, wir gehen ganz schnell hier wieder rauf. Fahr wieder weg! Hau von alleine wieder ab. So, und jetzt gehen wir wieder ins Transport rein. Einmal von hier. Einmal dahin. Produkt muss eingesammelt werden. Dann wieder rüber in den anderen Helikopter. Ach, das kann auch der Jeep machen, ne? Der kann die auch betäuben. Aber wo ich mir ein bisschen Sorge mache, dass sie eventuell den Jeep dann rammen. Aber wenn man es mit dem Hubschrauber hat, der macht irgendwie mehr Spaß. Einmal rüber. Hierhin. Einmal drauf ballern, bitte. Nochmal drauf ballern. Das ist der nächste. Da hatten wir noch einen hier vorne. Dann wieder raus. Und dann wieder an den Transport. Einmal hier vorne. Einmal hier. Nochmal ein Transport. Einmal. Oh, der ist gar nicht zu Ende betäubt. Oder das hat nicht gereicht. Dann machen wir erstmal den hier vorne. Dann gucken wir uns mal an, wie es ihm hier geht. Benötigt Statusüberprüfung, Komfort, Gesundheit. Der braucht sicher auch mehr Fels und mehr Vegetation. Gehen mal in die Umgebung rein. Platzieren auch schon mal Fels ein bisschen. So, dann schauen wir uns den nochmal an. Erstmal bringen wir alle rüber. Dann machen wir mal Aufgaben hinzufügen. Ne, das sind die Patrouillen, das machen wir nicht. Dann bitte direkte Steuerung, fahren wir mal einmal zurück und betäuben dann den anderen. Wie wechseln wir nochmal die Aufgaben oben links? Da gab es irgendeinen Shortcut für Fernglas auf Signalpistole. Wechseln wir das X und Y? Nee, Q und E. So, einmal rechts rüber. Nee, Signalpistole. Der kann die gar nicht. Der kann nur Signalpistole und Fernglas. Der kann die gar nicht betäuben. Dann wieder raus. Dann nehmen wir wieder den Heli. Muss der wieder die Betäubung machen. Einmal rauf wieder. Die haben echt Stress miteinander. Einmal betäuben. Nochmal bitte.
Klasse, dann wieder raus. Dann Abtransport, bitte. Einmal transportieren, einmal hier rüber, einmal hier vorne hin. Das macht der Kollege dann von alleine. Dann gehen wir mal bei denen gucken, was sie für Bedürfnisse haben, ne? Hat keine Nahrung, das braucht er echt dringend. Das ersetzen als erstes im Baumenü. Nee, das war's nicht. Das war Umgebung. Wo war das Baumenü nochmal? Hier vorne, ne? Futterstation für Fischfresser. Aua. Essen die Fische? Wahrscheinlich schon. Die brauchen erstmal Wasser, denke ich mal, ne? Die warten ja eben auch viel Wasser. Wir gehen einmal in den Wassermodus rein. Und setzen einmal Wasser hier in die Mitte rein. Reicht das Terraforming? Ich glaube, wir brauchen erstmal, dass es ein bisschen tiefer ist. Wir gehen mal rein ins Terraforming hier vorne. Rein in Senken. Oh. Das war sehr stark. Das ist ausgleichen, ne? Produkttransport beendet. So. Insgesamt würde ich sagen, dass sich die Situation verbessert. Hier setzen wir hier Wasser rein. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen. Aber ich mache mir auch Sorgen. Insbesondere um die Biodiversität. Klappt doch. Doch jetzt sollten wir die Saurier erst einmal in Sicherheit bringen. Setzen wir eine Fischstation hier rein. Zur Überwachung der Tiere bauen. Saurier der gleichen Art bilden ein Territorium um sich herum, während sie sich bewegen. Saurier beachten bei der Bestimmung ihrer Komfortstufe nur den Bereich innerhalb ihres Territoriums. Territorium, das nicht häufig besucht wird, schrumpft zusammen, schrumpft im Laufe der Zeit, um den neuesten Änderungen der Umgebung der Saurier zu entsprechen. Das habe ich nicht verstanden, den Rest schon. So, das haben wir gemacht. Jetzt wählen wir das wieder ab. Jetzt gucken wir nochmal an, wie es ihm jetzt geht. Futterstation ist da. Gesundheit, Nahrung kommt. Wasser ist gleich da. Sicherheitsbewertung 4, Komfort noch 0. Wir schicken nochmal. Beobachtungsgalerie für Forschung. Das ist mir ein bisschen zu früh. Komfort von 95%. Das machen wir mal als erstes. Was brauchen die denn sonst noch dafür? Kletterpflanzen brauchen die sicher nicht. Temskaya, Wald entfernen, Kalamiten. Obst- und Nusspflanzen, Ziersträucher. Wir gucken mal, das sind Pflanzenfresser und ich habe die Fischstation hingesetzt, die hilft ihnen da nicht weiter, ne? Das heißt, immer wieder, ah, da steht's, jetzt kommt das Tutorial. Pflanzenfresser fressen von geeignetem Blattwerk in ihren Gehegen, erfülle ihren Territorialbedarf, da bekommen sie alles, was sie brauchen. Das heißt, wir waren schneller als das Tutorial. Fleischfresser und Fischfresser müssen mit Futterstationen in ihren Gehegen versorgt werden. Okay. Das heißt, wir brauchen erstmal nur Pflanzen. Wir waren zu schnell. Ich war zu schnell. Das erlebe ich echt selten. Ich war schneller, als das Tutorial erlaubt hat. Andere wiederum können auch nur jagen. Gott, vorausgesetzt, es gibt Beute. Und ihr wieder weg, die Fischstation. Gibt es da auch ein Werkzeug für? Deaktivieren. Gebäude bewegen. Wir packen das mal hier hin. Da kann es ja gar nicht schaden. So. Also, die brauchen Pflanzen. Aber was für Pflanzen brauchen die? Wird das hier angezeigt? Ah, wir brauchen weitere Komfortdaten. Hakenwürmer. Das ist das Territorium, was die haben im Moment. Das heißt, da sollten wir für alles sorgen. Okay.
Mal keine Fleischfresser, kann ich nachempfinden. Und das ist der Verrufenheitsbonus. Ob die schon viele umgebracht haben oder was auch immer. Das heißt, wir brauchen... Wir schicken nochmal das Ranger-Team dorthin. Haben wir hier vorne hin. Da ist es. Okay. Die sind schon dabei. Brauchen wir mal direkte Steuerung. Fernglas. Da brauchen Komfort. Komfort bei 66. Gesundheit lässt nach. Aber wie weiß ich, welche Art von Dingen die brauchen jetzt hier? Wir gehen einmal raus. Woher wissen wir, welche Art von Zeugs wir hier pflanzen sollen? Woher wissen wir, welche die richtigen sind? Kletterpflanzen, Wald-, Blatt- und Faserpflanzen, Obst- und Nuss-, Ziersträucher, Bodenbewuchs. Man kann einfach auf gut Glück welche hinsetzen. Habt ihr eine Idee, welche Bäume man hinsetzen sollte? Wir können einfach nur ein paar mal hinsetzen und gucken, wie die darauf reagieren. Wir setzen mal ein paar hin und gucken, wie die reagieren. Ob die das mögen. Dann klicken wir mal an, schauen, ob sich dessen Komfort sich verändert. Bei 69. Ah, das sind die Kletterpflanzen. Das sind die hier gewesen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die darauf reagieren. 67 Komfort. Ja, ein bisschen besser scheint es zu sein. Den Komfort von sie, dann setzen wir davon noch ein paar mehr hin. Ob es eine Enzyklopädie gibt, wie bei den Dien, wie bei Planet Zoo, können wir mal gucken. Also links habe ich gerade noch keine gesehen. Kontrollraum, Karte, Verwaltungsansichten, Gebäude, hier nicht. Ich klicke nochmal einen an. Fehlender gemahlener Faserstoff. Das ist die Anzeige. Also sie brauchen Faserstoffpflanzen. Okay. Dann, das heißt, wir sind im Prinzip ja richtig. Wald, Kletterpflanzen, Bodenbewuchs aus Faserpflanzen. Ich glaube, das ist es. Das brauchen die. Ich glaube, das hilft. Das ist das, was die brauchen. Davon sollten die sich ernähren. Bietet gemahlenen Faserstoff. Da steht's. Jetzt komm mal rein. Also, die Pflanzen bieten gemahlenen Faserstoff. Da ist auch ein Symbol für. Und jetzt, ja. Ja, es klappt doch. Komfort bei 100%. Wir haben ihn gerettet, Ted. Es gibt ihn wieder. Sehr schön. Großartig. Wir haben ihn gerettet. Sehr schön. Die beiden kuscheln auch gleich begeistert miteinander. Sehr prima. Klasse. Gesundheitswert ist da. Nahrung scheint auch da zu sein. Alles gut. Wir müssen denen noch Namen geben, Leute. Avo, danke dir fürs Abo, fürs 18. Liebe Grüße an dich. Dann. Wir müssen denen noch ein paar Namen geben. Wir geben denen mal, also TRC002. Wir können die Tick, Trick und Track nennen, aber so habe ich bei Civilization 6 schon unsere riesenhaften Kampfrobot. Ich nenne ihn mal zu Ehren unserer heldenhaften Chat-Moderatoren. Ich fange mal an mit Widersnedir. Ich hoffe, das ist dir recht. Lieber David, wenn nicht, bitte Bescheid sagen. Im Augenblick lebst du noch. Dann machen wir einen nach Black Panther. Oh, ich habe gar nicht überprüft, wer Männchen und wer Weibchen ist hier. Und ein für Zugucker. Zugucker ist auch da. Chatmod Zugucker ist auch da. Für euch drei. Danke für eure vielen treuen Dienste hier, dass ihr immer für den Chat da seid und für mich. Die drei sind da. Ja, schön.
Also ich hoffe, hier ist jemand nicht krank, sondern schläft nur. Ja, es scheint da okay zu sein. Jetzt bauen wir eine Beobachtungsgalerie für die Forschung. Baumenü war hier vorne. Expeditionszentrum, nein. Unterstützungsanlagen auch nicht. Ich glaube, das war im Gelände selber bei den Anlagen. Hier, Beobachtungsgalerie für Forschung. Verbraucht einmal Strom. Mal schauen. Eine Plattform, von der aus Agenten Saurier aus nächster Nähe sehen können. Saurier ziehen nur dann neue Agenten an, wenn sie vor kurzem sichtbar waren. Und für eine Sicht aus nächst Fahrzeug gefährdet. Gott, hier gab es eine furchtbare Geschichte hier. Der hat unser Fahrzeug angegriffen. Obwohl er total zufrieden ist. Ich dachte, ich kann ihn ja reinschicken. So ein Biest. Nimm das! Das ist die Strafe für dein übergriffiges Verhalten hier. Ein echter Fiesling, echt. So, dann wollen wir hier oben die Anlage bauen. Verbraucht einmal Strom. Schaffen wir das eigentlich, dass die beide auf einmal beobachtet werden können? Kriegen wir es hin? Ich glaube ja. Wir gucken mal, wo deren Territorium, ob der auch ein Territorium hat. Verrufen als Bonus. Den bekommt er jetzt. Das ist das Territorium. Hm, fast überall. Okay. Dann schauen wir uns das Territorium hier an. Auch überall. Ich versuche, vielleicht geht das ja. Das war Geld sparen und eine Anlage für beide bauen. Ich bin schon wieder so geizig. Das ist so schrecklich. Eine hier vorne hin. Wie oben drehen wir die? Der Pfeil bedeutet, auf einer Seite gucken die. Das ist die Rückseite. Die Vorderseite, ja, okay, zeigt ja auch der Blickwinkel an. Wir drehen die mal ein Stückchen. Reicht das aus? Was meint ihr? Reicht das aus für beide? Wir bauen mal eine Straße da entlang. Nee, Straße brauchen die hinten, ne? Einmal so. Ich bin irgendwie so geizig gerade. Komm, wir bauen zwei. Wir bauen eine hier an die Seite. Manchmal bin ich so geizig, das ist so peinlich. Stromgeneratoren verbrauchen im Laufe der Zeit Treibstoff, je nachdem, wie viel sie an Strom erzeugt haben. Ranger-Teams brauchen Treibstoff, Einfangteams und MVUs und Nahrung, wenn die ihre Aufgaben wie das Befüllen von Nahrungsbassins erfüllen. In Gebäuden gelagert. Mhm. Nahrung und Treibstoff müssen wir nachfüllen über die Gebäudeinfobildschirme, alles klar. Jetzt bauen wir erstmal das Teil hier vorne hin. Oh, Strom geht schon alle. Erstmal für Strom sorgen. Hier einmal hin. Und nachfüllen. Notfallgeneratoren. Sorgen, wir haben bis, das ist die einzige Versorgung, glaube ich, die wir bislang haben. Sorgen für Strom um sie drumherum. Verbrauchen Treibstoff. Nutze sie mit Bedacht, war ein teuer. Platziere sie, um wichtige Einrichtungen zu versorgen. Lass sie immer gut gefüllt. Das heißt, wir füllen hier einmal den Treibstoff auf. So teuer. So, das reicht aber erstmal hier. Wir haben ja noch gar kein Geld, das reinkommt. Jetzt bauen wir hier unten in den Beobachtungsposten. Einmal einen hier hin. Dann braucht er wahrscheinlich auch eine Straße. Wird auch angezeigt. Straße muss, glaube ich, hier lang laufen. Hier unten lang, bitte. Oh. So. Schon wieder kein Strom. Ein Strom fehlt. Weil der wahrscheinlich zu weit weg steht von der
Stromquelle, wahrscheinlich im Stromnetz nicht dran. Gucken wir uns gleich mal an. Mit der Sichtbarkeit kannst du feststellen, ob deine Gäste deine Saurier von Gebäuden aus sehen können. Ansichtsmodus für Saurier-Sichtbarkeit. Bereiche um beliebte Gebäude mit Sichtbarkeit werden voraussichtlich mit Gästen überfüllt sein. Okay. So, der ist wahrscheinlich zu weit weg einfach nur, ne? Ja, da ist keine Anzeige. Ja, da müssen wir einen neuen bauen. Hier oben hin. Oder wir können alle Dinosaurier wieder rumparken. Können das, den in das Gehege machen, den in den. Dann hätten wir die Toril-Aufgaben erfüllt. Aber wir hauen mal das Geld raus und bauen hier eine weitere Stromanlage hin. Gebäude, wo gibt's hier Strom? Hier, ein Notfallgenerator. Setzen den hier daneben hin. Jetzt sollte eigentlich alles passen. Kostet ganz schön viel Geld. Straßenanschluss sei angeblich nicht da, heißt es hier. Das wundert mich sehr. Benötigt Wegverbindung. Das ist anscheinend nicht dicht genug dran gewesen. Wir gucken mal, ob es einen Abrissmodus gibt. Ein bisschen Schiss, dass mir hier zu viel abgerissen wird. Dann bauen wir nochmal neu. Ah, da muss von hier aus einmal... Jetzt ist der Weg versperrt, Moment. Jetzt ist der zu dicht hier dran, ne? Wir gucken mal, ob wir den bewegen können. Den kann man nicht bewegen. Können wir mit hier oben bewegen. Ja, einmal bewegen, einmal ein Stückchen wieder hier runter. Und dann wieder rein in die Straße. Dann wieder hier den Anschluss mit den Gebäuden. So. Dann bauen wir hier lang. So, und jetzt haben beide ihren Straßenanschluss. Die brauchen noch Treibstoff. Treibstoff ist da. Da so viele Tiere frei herumlaufen, müssen wir so viele wie möglich einfangen. Wir können unsere Bemühungen von einem Expeditionszentrum aus koordinieren. Gerne. Lass uns eins bauen und dann sehen wir weiter. Wird gemacht. Einmal hier rein, ein Expeditionszentrum. Wissenschaftler auf Lebendfang. Expeditionen schicken und schicken den wieder dahin, wo wir Strom haben. Geht auch hier vorne in das Verwaltungsgebäude rein, ne? Können wir machen. Das heißt hier vorne hin und da müsste auch Stromanschluss sein. Einmal drehen. Die Straße rüber. Einmal hier hin. Das sollte jetzt funktionieren. So. Bau dieses betriebsbereite Gebäude. Expeditionszentrum haben wir gebaut. Dann steht hier vorne. Verbraucht nochmal mehr Strom. Und ist gleich da. Es müssen wir Wissenschaftler rekrutieren. Aber zu ein bisschen Hilfe sage ich nicht nein. Claire meinte, es gäbe da ein paar Kandidaten. Wissenschaftler. Hoffentlich ist da einer, der so hart im Nehmen ist wie ich. Also, pardon. Wichtige Angestellte, die Spezialaufgaben immer nehmen. Danke an Snitschko. Pardon. Fürs Abo. Fürs Vierte. Krennen, danke fürs Verschenken an dich. Rekrutierungsseite, mal gucken, welche wir anstellen können. Die haben auch verschiedene Qualifikationen wohl. Und zwar Logistik, Genetik und Wohlbefinden. Mhm.
Ja, bestimmte Wissenschaftler, bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Aufgaben erfüllen andere Fähigkeiten. Wenn jemand überqualifiziert ist, dann ist er effizienter. Wir gucken mal im Kontrollzentrum nach. Hatte ich mich wohl gerade verschluckt. Das ist das Kontrollzentrum. Schauen uns die Wissenschaftler an. Und wo ist der Pool für die? Neuer hinzufügen. Ah, 3 zur Auswahl. Vinzenz Adekunle, Mariam Ramsey oder Embry Legas. Jede Minute kosten 14.000 pro Minute. Das ist ein irres Gehalt. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Fähigkeiten. Aber für welchen Zweck stellen wir die denn ein? Das müssen wir vorher wissen. Wurde uns das gerade angezeigt, für welchen Zweck die eingestellt werden sollen? Wir wissen ja nicht wofür, ne? Was könnte das für ein Zweck sein? Ja, den würden wir andere Leute einstellen, ne? Vielleicht stellen wir mal einen Allrounder ein. Ja, mit guten, gleichmäßigen Eigenschaften für alles. Gibt's da jemand? Eigentlich nicht wirklich. Das ist eine geniale Logistikerin. Alles andere ist mäßig. Wenn ich zu zweit arbeiten, dann hatte er den positiven Einfluss, ist effizienter. Und die beiden auch, die würden gut zusammenpassen, wenn die gleichzeitig einstellen würden. Wir haben aber keine Ahnung, für welche Aufgabe wir die einstellen. Tja, was soll man machen? Wohlbefinden sind alle schlecht. Ich stelle ihn hier mal ein und dann gucken wir weiter. Ich nehme mal den ersten. Jetzt gleich sind wir klüger, wofür. Siehst du das, Claire? Ja, na klar. Dies ist unsere erste Gelegenheit für einen Lebendfang. Das müssen wir sehen. Also dem Wissenschaftler, den du gerade eingestellt hast, diese Aufgabe zu. Und? Bist du da? Lebendfang-Expedition. Entschuldigung. Ja, gute Idee. Was haben wir zu verlieren? Naja, außer einem neuen Rekruten. Und was braucht man als Wissenschaftler für eine Lebendfang-Expedition? Für Eigenschaften? Haben wir da die richtigen uns geholt? Oder die falschen? Die dringende Nachricht kommt rein. Vorfallalarm. Ein Wissenschaftler, der die Lebendfang-Expedition überwacht oder das Event. Später, noch ist ja keiner da. So, jetzt nehmen wir erstmal... Den haben wir. Das sind die Eigenschaften. Gibt es einen Tooltip, was die bringen hier? Die Fähigkeiten? Wir können nur raten. Ich weiß leider nicht, was dafür gut ist. Genetik, Wohlbefinden, Logistik. Also ich denke, Expedition eher Logistik, oder? Genetik ist die Forschung um die DNA der Dinos. Wohlbefinden klingt eher so danach, ob es denen gegen gut geht, wenn die betäubt werden. Ich glaube, die Logistikexperten wäre besser gewesen. Ist ja klar. Wir nehmen ihn hier. Ihn weisen wir hier hinzu. Das ist Forschung. Das ist die Expeditionskarte. Das ist die allgemeine Verwaltung. Okay. Dann gehen wir hier einmal rüber und weisen jemand zu. Mal gucken, wie das geht. Hier drüber anscheinend nicht. Geht das noch über die Personalverwaltung? Kontrollzentrum? Weiß ich ihn einzeln zu? Status nicht zugewiesen. Trainieren, Personaloptionen. Das sind nur seine Eigenschaften. Wie weiß ich den denn einer Aufgabe zu? Rechtsklicke geht auch nicht. Das ist eine allgemeine Datenbank. Weiß das jemand?
kommt er drauf auf der Expeditionskarte. Aber ich dachte, er müsste dem Gebäude zugewiesen werden. Wir könnten es mal mit der Karte versuchen. Klicken hier mal drauf. 4 Stegosaurier sind hier gesichtet worden. An der Westküste der USA. Klicken einmal drauf. Ah, so funktioniert das. Das heißt, wir nehmen ihn hier. Anforderung, gute Logistikwerte. Je höher, desto besser. Er hat 2 Punkte. Die andere wäre besser gewesen. Ach komm, wir machen das mit ihm hier. Starten das hier einmal für 50.000. Auf geht's. Bevor die Fernfangteams zurückkehren, sollten wir Gehege für die Saurier vorbereitet haben. Wie eine Art Willkommen zu Hause. Gerne. Das heißt, wir bauen als nächstes Stegosaurier-Gehege auf. Sehr, sehr gerne. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Bin aber optimistisch, dass es klappt.